Alter ist eine Frage des Kopfes. Glaub mir das. Ich erlebe manchmal junge Leute und sage, Kinder, warum seid ihr so furchtbar alt? Warum seid ihr so eingefahren und so fest in eurer Meinung? Mensch, die Welt steht euch offen. Es gab noch nie in der deutschen Geschichte eine Welt, die so offen war, die so war wie die heutige, wo man so viele Möglichkeiten hat. Die Kandidatinnen stellt Jan Hofer, Moderator des SR, noch einmal vor. Marion Ritz, Marion guckt immer so frech. Die Salü-Saarbrückerin ist gewählt worden. Hallo. Hallo. Guten Abend, meine Damen und Herren. Liebe Swing-Freunde, die heutige Ausgabe von Swing-Raritäten haben wir sozusagen zweigeteilt. Liebe Swing-Freunde, Anfang der 50er Jahre tourte eine englische Damenkapelle durch Deutschland. Guten Abend! Wow, easy, Jan. Mit den Kellys war das da. Ah, echt? Ja, ja. Ach, war das die eigene Maschine? War der so Harley? Ja, ja, war meine Maschine, ja. Wahnsinn. Und da bei dem Swing-Quartett, wo wir dich gerade gesehen haben, ich meine, da sieht man ja, du hast es im Grunde so ein bisschen. Ich liebe Swing. Ich finde das eine so tolle Geschichte. Und da waren, haben wir, glaube ich, gemacht 24 Folgen. Ja. Ich bekomme heute noch Post und Anfragen diesbezüglich. Mhm. Beim Saarländischen Rundfunk, das war ein kleiner Sender. Mhm. Zu einer Zeit, als das noch nicht so im Formaten alles eingefügt war. Und da musstest du alles machen. Und da konntest du auch alles machen. Und da bin ich so dankbar für, weil ich damals wirklich alles lernen konnte. Ich habe Musik gemacht, ich habe Sport gemacht mit Werner Zimmer, dem damaligen Sportchef. Ich habe Politik gemacht, ich habe Unterhaltung, ich konnte alles machen. Und als dann die Unterhaltung ins Erste ging, die Goldene Europa in diesem Falle, da hat der damalige ARD-Programmdirektor Struve zu mir gesagt, also das lassen wir jetzt mal. Du musst dich entscheiden, entweder machst du seriöse Nachrichten oder Gaukelei. Und dann habe ich erst natürlich geschluckt, weil ich das ja gerne gemacht habe, aber ich musste ihm dann sehr schnell Recht geben. Er hatte ja Recht. Nachrichten sind eine Besonderheit und die muss auch besonders bleiben. Du kannst nicht über das Elend dieser Welt heute berichten und morgen auf der Bühne stehen und Hilau schreien. Also das kann man mal machen, das wird einem auch verziehen, aber man muss da schon trennen. Und so Angst vor Imageverlust, so der seriöse Jan Hofer und jetzt eben Entertainment-Unterhaltung? Ja, aber ich finde ja Tanzen hochseriös. Also ich werde ja immer wieder gefragt von der Seriosität jetzt zum Tanz. Sage ich, ey Leute, Tanzen ist doch eine unglaublich seriöse, wirklich hochsportliche Angelegenheit, die auch noch Lebensfreude macht. Also ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Für mich persönlich übrigens eine Erfahrung, die ich unglaublich schön finde. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich die überhaupt noch machen darf. Ich finde es ganz toll. Du machst tatsächlich mit bei Let's Dance, dem Unterhaltungsformat bei RTL. Millionen schauen zu, wenn Prominente mit Profitänzern sich aufs Parkett wagen. Wie ist es dazu gekommen, Jan? Ich wurde irgendwann mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich mal, bin ich zuerst mal in mich gegangen. Dann habe ich den Familienrat einberufen, der aus meinen Söhnen und meiner Frau besteht. Und dann haben die gesagt, warum eigentlich nicht. Dann allerdings habe ich mich mal durchchecken lassen, ob das auch, weil das ja sehr hart ist, auch klappt, gesundheitlich. Da aber keine Bedenken waren, habe ich dann zugestimmt. Ja, früher hätte man gesagt, ich war jung und brauchte das Geld. Heute denkt man, okay, er ist älter und ich will das Geld. Ich bin alt und brauche das Geld. Das ist wirklich Hochleistungssport. Also ich habe so zwei Probestunden mal gehabt. Hallo, da ist mir aber schon die Muffe gegangen, muss ich sagen. Also es sieht folgendermaßen aus, dass am Freitag die Live-Show ist. Bitte alle anrufen für mich, muss ich gleich sagen. Und dann ist samstags nochmal Covid-19-Test, Nachbesprechung, Vorbesprechung. Dann hat man den Rest des Tages frei, aber dann ist Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch 8 Stunden Training täglich, mindestens. Donnerstags Training, Proben, freitags Generalprobe, Live-Sendung. Und das wiederholt sich dann so lange, man in der Sendung ist. Du bist schon ein bisschen aufgeregt. Ja, natürlich. Ja. Vor allen Dingen, die Tage werden immer weniger. Und was man anfangs so, naja, gucke ich mal. Und leider kann ich mich auch nicht trainieren. Es gibt ja keine Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Alles ist geschlossen. Ja. Tanzschulen sind geschlossen. Ich hätte ja sagen können, ich gehe mal in Tanzunterricht. Geht ja alles nicht. Ich glaube, das war eine Mischung aus Sympathiewerten und dem Gefühl für das Publikum, der bemüht sich, der will. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Man darf da nicht hingehen
so nebenbei. Man muss schon den Willen haben, weiterzukommen. Soweit wie eben nur möglich. Und das mit dem Ziel gehe ich da auch rein. Ehrenjan, lieber Jan, das hat ist mich ja ein super übrigens. Titel. Ja, woher kommt er? Den haben irgendwelche Leute zu Instagram gestellt. Ja. Und dann hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich war da gar nicht beteiligt, fand es aber sehr schön. Ich habe den Job als mein Beruf betrachtet. Ich habe immer gesagt, das ist mein Beruf und den fülle ich so aus, wie ich das am besten kann. Dass dann doch so viele Menschen daran Anteil genommen haben, damit habe ich nicht gerechnet. Dein neuer Chefsprecher ist Jens Riewer. War das klar oder gibt's, weil er der Dienstälteste ist? Oder wie habt ihr das ausgelost? Zunächst einmal ist der Dienstälteste derjenige, der schon mal, ich will nicht sagen gesetzt ist, aber das ist der, den Vorrang hat und deswegen war das logisch. Und Jens ist auch ebenso ein erfahrener und anerkannter Kollege, also von daher gesehen muss man sich da auch, glaube ich, keine Gedanken machen. Ich war immer derjenige, ich war so ein Kümmerer. Vielleicht hat das auch manchmal ein bisschen genervt. Das kann durchaus möglich sein, weiß ich nicht. Papa Jan. Aber ja, so ein bisschen schon. Ich hab ja auch einige Chefsprecher mitgemacht. Ich habe ja auch erlebt, wie die sich um mich gekümmert haben. Alle, die da gewesen sind. Und diese Tradition wollte ich ganz gerne fortsetzen. Ja, jetzt hat Judith immerhin ihren Hahn nach dir benannt. Ja, ich weiß. Es gibt einen, der heißt Giovanni und einen, der heißt Jan. Ich glaube, der Platzhirsch ist aber der Jan in ihrem Stall. Das finde ich sehr lustig. Es gibt jetzt das muss Giovanni sich erst noch erobern. Meine Frau hat ja einen Fulltime-Job, die muss ja arbeiten den ganzen Tag und ich koche. Du kochst? Seit wann das denn jetzt? Ja, seit Corona bekoche ich die Familie mehr oder weniger erfolgreich. Ja. Was gibt's? Na, alles Mögliche. Also auch mal etwas ausgefallenere Sachen. Mal einen gedünsteten Fisch mit Gemüse auf Tomatenspiegel oder so. Mhm. Ganz macht Spaß. Klasse. Und ich meine, mein ältester Sohn, der ist jetzt 37 und der Kleine, das ist ein Dreamteam, das kann ich dir sagen. Die quatschen eine Dreiviertelstunde nur Blödsinn. Über FaceTime mit Fotopapa. Es wird Zeit, dass wir wieder normale Umstände haben. Also es ist jetzt wirklich. Also die Grenze ist wirklich langsam erreicht. Also auch bei dir. Und obwohl du dich so gut mit dir beschäftigen kannst, ja, und auch Interessen auch wunderbar, hast. Aber mal essen zu gehen. Und da meine ich jetzt überhaupt nicht in ein Luxusrestaurant. Einfach mal zum Italiener um die Ecke oder was Kleines zu essen. Oder sich mit Freunden zu treffen. Also wir haben unsere Freunde. Ich bin extrem vorsichtig im Augenblick, auch wegen Let's Dance. Und weil du natürlich auch Verträge unterschreibst, in denen steht, dass du Kontakte einschränken musst. Ist ja auch klar, so eine Produktion ist sehr, sehr teuer. Und wenn dann irgendwas passiert, das geht natürlich nicht. Also ich habe seit Wochen unsere Freunde nicht gesehen. Das ist dann schon irgendwo auch ein bisschen nervig.